So, liebe Leute, was ist keine Funktion und wie wirkt sich das grafisch aus? Wir hatten ja im ersten Teil schon gesagt, ich werde wahrscheinlich den Link dann hier oben anfügen zu diesem Teil, wenn jedem x nur ein y zugeordnet werden kann, dann ist es eine Funktion. Und ich habe mir diese komische Nicht-Funktion mal runterkopiert und jetzt gucken wir uns das mal an. Und zwar, bis hierhin ist alles in Ordnung, ich habe zu jedem eindeutige Werte, bis dahin klappt es und ich habe bei 3 auch plus 3, also 1, 2, 3 und plus 3, das ist dieser Punkt hier. Und jetzt kommt bei 3 noch eine 4 dazu, das heißt, hier ist er. Wenn ich den Graphen also hier versuche zu malen, geht das nicht. Ich kann nicht um die Ecke malen. Ich weiß ja nicht, was bei plus 3,5 passiert. Vielleicht ist der ja wieder hier. Also wo geht der Zacken hin? Zacken gibt es nicht. Bei solchen Funktionen, die keine sind, habe ich also doppelte Werte. Es müsste hier drin stehen, das ist durchaus erlaubt, wenn hier eine 3 drin steht und hier unten auch wieder eine plus 3, dann ist es nicht schlimm, dann habe ich eben zweimal den gleichen Definitionswert genommen. Aber in diesem Fall ist es schlimm, denn das ergibt keine Funktion. Klassisches Beispiel ist auch, wenn ich so eine Kurve habe. Guck mal, der x-Wert von hier liegt hier. Also diesem x-Wert wird dieser Wert zugeordnet. Oh, der auch noch. Das ist keine Funktion. Keine Funktion, abgekürzt FKT, wenn ihr das seht. Ja, also immer nur eindeutige Zuordnung, dann klappt es. Aber hier ist es nicht eindeutig. Also ein X-Wert hat zwei Y-Werte, das darf nicht passieren. Gut, ja, jetzt zum Schluss noch Links zu allen relevanten Themen und auch zu dem ersten Teil nochmal oder was auch immer. Ihr werdet es schon sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut, tschüss.